Also Ionen sind jetzt hier unterwegs in einem Magnetfeld in der Kurve. Die Geschwindigkeit ist 293. Dann gibt es auch noch einen Radius der Kurvendrause ist 35 cm, 0,35 Meter. Und das Magnetfeld, das ist das, machen wir mal schön rot, B, gleich an 0,738. 0,738 Millitesla gleich 0,7. 3,8 mal 10 hoch minus 3 Tesla. Das ist mein B. Und hier gilt das Kräftegleichgewicht QVB gleich MV Quadrat durch R, also die Zentrifugalkraft gleich der Lorentzkraft. Und gesucht ist ja das, die Masse, nach der müssen wir auflösen. Also dividiert durch V Quadrat und mal R und dann habe ich. Ich stelle mal um, Masse ist QVB mal R durch V Quadrat. Dann kürzt sich das hier so weg. Ich habe also nur noch ein V unten. Ja, und jetzt einsetzen, ausrechnen. Halt hier noch so ein ist gleich, ist gleich. Es kommt raus 1,41 mal 10 hoch minus 25 Kilogramm. Also Runden ist wichtig, nachdem ich an der Stelle nur zwei Ziffern habe, darf ich eigentlich nur auf zwei runden. Ja, dann schaut es so aus. Genau, ich würde jetzt bei einer dritten nichts machen, sagen, aber bei fünf Stellen gibt es einen Abzug. Das ist hier also das die ungenaueste Geschichte und die Kilogramm nicht vergessen. Und das war die Aufgabe. Ja, wir hatten noch die 5b, die läuft genauso und da ist das Ergebnis, schauen wir nach, genau 3,5. 3,5 mal 10 hoch minus 25 Kilogramm. Und da kommt raus, das ist so ein radioaktives Polonium und das ist ja real gewesen. Der wurde da wirklich von Putin vergiftet. Also von Putins Leuten.